mit Zeit gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch einige da drin zu Emlyn Prowls Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir, nehmen wir unser Bett gleich wieder mit. Minecraft, die Wanderung soll es losgehen. Ich glaube, hier entlang wollen wir einmal hinaus an die weite Welt, mal ein bisschen die Gegend erforschen, was so jenseits unseres Dorfes liegt. Was wir da so finden können. Oh, hier haben wir gleich eine Höhle, die wir nicht gleich reinspringen wollen. Hier ein bisschen Kohle. Ja. Heute große Wanderschaft. Vermutlich dann auch die nächsten paar Parts. Auf geht's. Erleben wir neue Abenteuer. In den Weiten der Welt von Minecraft. Arno. So sieht's aus. Wanderschaft. Yahoo! Und da haben wir direkt eine Kuh. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Töten wir sie. Töten. Kühe töten. Wir brauchen Fleisch. Jo, und Leder. Rohes Rindfleisch. Jo, momentan haben wir nur Karotten mit dabei. Da brauchen wir auch ein bisschen Fleisch. Darauf können wir nicht gänzlich verzichten. Tut mir natürlich auch ein bisschen leid für die Tiere, aber ihr seid Wildvieh. Ja, Minecraft wird gejagt. Das ist leider so. Und ganz vegetarisch geht das hier noch nicht. Obwohl wir im Dorf sind, geht das vielleicht irgendwie. Oh, ein Lavafeld. Da vielleicht nicht unbedingt direkt reinspringen. Ja, wenn wir im Dorf sind, wenn wir im Dorf unterwegs sind, lässt sich das vielleicht halbwegs machen, dass wir uns von Kartoffeln und von Karotten von Brot ernähren, aber unterwegs auf der Reise. Gut, ich hätte mir ein bisschen was mitnehmen können, aber so ist es nun mal. Man wird geschlachtet, wird ausgeraubt, was in der Wildnis ist. Holz kann man auch ein bisschen ausrauben, aber ja, nicht so der Bedarf gerade. Ist nicht der Bedarf nach Holz. Wir wollen mal nicht das ganze Inventar mit Holz zumüllen. Ist eh schon voll genug. So. Ich habe wieder eine Wasserfläche erreicht. Ein Boot könnten wir uns bauen, aber nein, ich laufe hier erstmal zu Fuß. Dass man nicht gleich. Oh, ein Häschen. Können wir das jagen? Kriegen wir das überhaupt getötet, so schnell wie das wegrennt? Und bringt das überhaupt Fleisch? Es rennt in die Lava, das Häschen. Es lockt uns in die Lava wahrscheinlich eher. Häschen? Häschen hüpf. Ist eine Schlucht. Eine Höhle zumindest. Ups, Häschen, ups. Karotte. Müssen wir nicht gleich töten, oder? Können wir das kleine Häschen mitnehmen auf Wanderung? So lange, bis es sich selbst umbringt. Oder von dem Wolf getötet wird. Die Wölfe. Na komm, Hoppelhäschen. Dich will ich behalten, dich töte ich nicht. Bringst bestimmt auch nicht viel. Kommst du hinter mir her, kann ich dich züchten? Ich meine nicht züchten, sondern zähmen. Häschen. Häschen hüpf. Das finde ich doch cool, ein Häschen. Solange ich die Karotte in der Hand habe, wahrscheinlich, wenn ich die jetzt aus der Hand nehme, hopst das weg.
Häschen, bleib bei mir. Kann ich dich irgendwie... Ich kau dir was vor. Nee, dass du nicht bei mir bleiben. Können wir das irgendwo hier einsperren, dass wir auf dem Rückweg zurückkommen und das abholen? Irgendwo gut sichtbar in der Nähe des Dorfes, der Basis. Da oben ist ja schon wieder das Dorf. Laufen wir ja in die falsche Richtung. Bringen wir das Häschen vorbei und kommen dann wieder zurück und laufen dann einen anderen Weg lang. Oder was? Häschen, Häschen, komm her, Häschen, kleines Häschen. Ich glaube, der Liebesmodus, der bringt es nicht so unbedingt, der ist eher zur Paarung gedacht, aber vielleicht bringt es das, dass er mir ein bisschen folgt, er oder sie. Na komm, jetzt erstmal Häschen anlocken, aber es ist ziemlich langsam. Oha, die Dinger hier. Die haben wir durch mal gemacht, als wir von der Basis zurückgelaufen sind. Das war mal diese Markierung, die wir uns selbst gelegt haben. Häschen? Kommst du? Es ist aber hier mühsam mit dir. Du kommst auch hier gar nicht mehr hinterher. Na komm, kriegst du eine Karotte. Ich kümmere es damit. Wenn es einige Karotten gegessen hat. Doch noch zähmen. Es wird schon dunkel. Komm, Häschen. Wir wollen nicht, dass noch die Wölfe kommen. Muss dich töten. Ich kann dich nicht auf ewig verteidigen. Der böse Wolf. Achso, das ist nur die Basis. Dann können wir es bei der Basis aufbewahren. Na komm. Komm mit zur Basis. Komm mit da hoch. Hier auf den zweiten Hügel können wir da eine kleine... ein kleines Ställchen, Hasenstall einrichten. Na komm, kommst du mit runter? Sind wir jetzt hier wieder am Anfang, aber gut. Na komm, hier lang, Häschen, hier lang, Häschen, hüpf. Hopp, hopps. Es wird schon dunkel. Komm hoch, Häschen. Du kannst doch da lang hüpfen, oder? Zack, ich hab eine Karotte. Häschen. Häschen, hier oben. Komm. Hops. Mach schon, Häschen. Hier. Hops. Na komm. Hops. Und mir nach. So jetzt. Hops. Den Weg hinauf. Ich hoffe, da oben sind keine Creeper und Zombies. Hops. Kommst du? Häschen. Das kleine Häschen halbwegs in Sicherheit bringen. Das ist jetzt die erste Mission. Das habe ich so lieb gewonnen, das Häschen. Ein bisschen Licht machen. Nein, Häschen! Häschen! Nein! Es ist runtergesprungen. Es hat sich selbst umgebracht. Es ist gestorben. Nein! Häschen! Warum? Dann brechen wir wohl diesmal in diese Richtung auf. Hier einmal. In die Richtung entlang. Da. Musst du lang. So, immer mein Bett aufstellen, mach mal eine kleine Nachtruhe. So, gute Nacht. So, neuer Tag. Die Fackeln mal einsammeln. Wir wollen dort entlang. Zack, zack, zack. Und das Bett. Und weiter geht's. Ein Skelett. Eisenschwert. Ach, hier haben wir nur Eisenschwerter.
Weg, 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 weg. Es ist nicht mehr Nacht. Es ist Tag geworden. So, ein paar Knochen. Tja. Häschen-Zähmen-Modus ist missglückt. Uiha! Uha, uha, uha. Nein, 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 nein. Hau mir ab, hau mir ab. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Hau. Ui. Die Monster von der Nacht hier noch überall versteckt. So, hier mal hinauf. So. Fürchten, da geht es gleich wieder steil nach unten. Wow, was für eine Aussicht. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar, runter geht's. Oh. Kühe, Schweine, ein Wolf. Autsch. Die Basis ist noch ganz in der Nähe. Schaf. Schwein. Ein bisschen Nahrung sammeln. Och, wie das grunzt. Sehr herzerweichend. So, Hundi. So viele Knochen habe ich eigentlich nicht mit, aber kann ich dich irgendwie zähmen? Und das Häschen schon, ich wollte. Heute auf Tierrettungsmission. Oh, 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 nein, nein. Böses Hündchen, böses Hündchen, böses Hündchen, böses Hündchen. Schlag dich mit Knochen. Böses Hündchen. Aus. Ah, ich hasse Hündchen. Ich hasse Hunde. Ah, warum wollte ich die denn zähmen? Mann. Das habe ich einen Hund getötet. Jetzt nicht die beste. Was guckst du mich so an, Schwein? Er hat mich angegriffen. Das war ein Wolf. Ein böser Wolf. Da kann ich doch nichts dafür. War Selbstverteidigung. Das war nicht böse gemeint. Das war nicht, das war allein zu meinem Selbstverteidigungszweck. Ich wollte hier keine Tiere böswillig töten. Das ist, auch wenn ich Hunde nicht sehr gerne mag, das ist ein zahmes Hündchen, hätte ich niemals mit dem Knochen seiner Mutter getötet. Das wäre mir nie in den Kopf gekommen. Achso, das ist ja ein Skelettknochen. Ja gut, seines Herrchens wahrscheinlich. Ja, so in die Richtung wollten wir. In die Richtung gehen wir dann zurück zum Arno-Dorf. Da sind wir noch ziemlich dicht dran. So. Hier entlang. Haben wir uns heute nicht sehr weit weg bewegt. Noch sind wir nicht weit gekommen. Also hier nicht in die Höhle fallen. Hier gibt es einige Höhlen. So, hier durchs Grüne ziehen. Grüne Landschaften. Jo. Grüne Wiesen und Sonnenschein. Pinke Blumen. Dann nehmen wir uns mit. Verschwenden wir den Inventarplatz. Ein bisschen Blümchen. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Jo. Häschen, Blümchen und Wölfchen. Heute ist auch ein bisschen
Naturwunderwanderfahrt. Noch so ein Hund. Du mieser Hund. Greifst du mich nicht an? Lass dich in Ruhe, wenn du mich nicht angreifst. Ich lass dich in Ruhe. Hund. Ich hab einen Knochen. Hund. Das reicht wahrscheinlich noch nicht zum Zähmen, oder? Ich will dich nicht treffen. Folgst du mir noch nicht, oder? Hündchen, braves Hündchen. Ich habe leider keinen Knochen für dich. Na gut. Hätten wir uns aufheben können. Noch mehr Skelette töten und dann das Hündchen. Aber gut. So, weiter durch die Wildnis. Immer weiter voran. Tagelang voran, bis es Abend wird. Und dann auch noch weiter. Wir geben niemals auf. Ein Gebirge. Autsch. Ein tiefer Fall. Tintenfisch. Eine kleine Brücke bauen. Warum auch durchschwimmen? Oh, Tintenfisch, Tintenfisch, Tintenfisch. Töten. Man muss Tiere töten. Tinte. Nein, es lebt noch. Wirklich aggressiv. Na. Hat's Tinte gedroppt? Au, oh, da habe ich was. Tintenbeutel. Ja, das ist doch was wert, oder? Das können wir auch gebrauchen. Tintenbeutel. Zum Einfärben. Da, Tinte, 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 Tinte. Vier Tintensäcke. So. Dich habe ich auch noch. Tintensäcke. Das ist noch ein weiterer Tintenfisch. Das sind wirklich Tintenfische. Gibt es einen Unterschied zum Oktopus? 7 Tintenzecke. Das geht doch. Ist doch eine Ausbeute. Ein bisschen Sand. Am Fuß des Bergs. Mit der Karotte wird die Erde abgebaut und der Sand. So. Hops, hops. Hühnchen. Körner habe ich leider nicht für dich. Ein Lama. Spuck mich nicht an. Was kann man dir geben? Treffen. Wir haben einen Tintensack bewerfen. Genau. Wie kann ich dich zähmen? Wohl erstmal gar nicht. Ein Ei. Pfingstrose. Alles klar. Okay, da kommt kein Huhn raus. Okidoki. Wieder in den Gebirgen. Okay, hier geht's nicht runter. Sah nur so aus. Ist schon nachmittags geworden. Die Sonne geht langsam unter. Langsam, sehr langsam. Wir streifen durch das Gebirge, durch die Täler. Oh, ein Wasserfall. Na, wenn das nicht interessant ist, wenn das nicht interessant aussieht. Interessant ist es bestimmt nicht, aber
Wow. Sieht auf jeden Fall gigantisch aus, hier der Unterschlupf. Das ist eine große Höhle, oder? Ist das nur so eine Aussparung? Ein bisschen Wasser. Ja, es wird schon dunkel. Die Tage hier in Minecraft fühlen sich so kurz an. Vor allem, wenn man wandert und wenn man was schafft und was tut, fühlt sich noch kürzer an als eh schon. So, wo sind wir denn hier gelandet? Oben auf der Bergspitze. Mit dem Wasserfall können wir dann wieder runter. Oh, Kohle. Und mit dem Schwert natürlich nicht abbauen. So, ein bisschen Kohle mitgenommen. Vom Wipfel. Vom Gipfel des Meeres. Wipfel, der Wipfel, der Wipfel, der Wipfel, der Wipfel. Hier kann man auch was Hübsches, kleines bauen. Kleines Häuschen. Kleines Leuchtfeuer. Oder so. Hier mal ein paar Fackeln hinstellen. Leuchtturm. Da unten leuchtet auch irgendwas. Vielleicht habe ich da schon mal was hingestellt. Jetzt nicht alle Fackeln verschwenden. Bestimmt gut aus. Nachts in der Entfernung so ein bisschen Fackelturm. Fackelberg. Da drüben hat was geleuchtet in der Schneelandschaft. Ja, Schneelandschaft ist auch nichts Schlechtes. Können wir uns mal hinbegeben. Vielleicht nicht über diesen Weg, da fahren wir tief. Geh mal, ups, durch den Wasserfall hinunter. Ich würde aber hier mal reingucken. Da mal mit Fackel reingehen, hier mal ein bisschen schauen, was hier los ist. Hier ist es dunkel. Naja, so spannend ist es auch nicht. Ja, eine kleine Unterkunft. Ja, kann man mal rasten drin. Den könnte man eigentlich wieder mitnehmen. Wollen wir nicht alle verschwenden. Das müssen wir neue machen. Mit der Kohle, die wir bekommen haben. Ja, wäre auch nicht so übel. Wäre nichts Schlimmes. Jo. Gehen wir mal weiter ins Schneebiom. Das sah doch gar nicht schlecht aus. Da leuchtet auch was im Dunkeln. Da ist doch bestimmt irgendwas los. Autsch. Nicht so viel Fallschaden passieren. Der bringt uns noch irgendwann um. Und wenn wir dann irgendwann in den Kampf mit irgendwelchen Monstern geraten, dann haben wir die Energie nicht, die wir brauchen. Ist immer gut auf den Fallschaden aufpassen. Jo. In die Schneelandschaft. Hier wird es mal wieder zugeschneit. Können wir auch ein bisschen Schnee sammeln. Ach nee, haben wir keine Schaufel mit dabei. Ach, was haben wir denn da? Ist das, was da geleuchtet hat in der Nacht? Das ist eine Art Iglu oder was? Na, das sieht ja spannend aus. Was haben wir denn da? Tatsache, hier haben wir ein kleines Iglu mit weißen. Und wer ist ein Teppich mit einer Redstone-Fackel, Ofen, Werkbank, ein Bett? Na, das ist doch mal was.
Das ist doch nicht schlecht. Gut, mal ausruben. Gut, das Bett könnte ich gerne mitnehmen. Ist nicht schlecht. Eine Werkbank, naja gut. Jetzt keine Kisten hier drin. Was Gutes drin ist. Hier können wir mal das Fleisch rösten. Da bringt es uns mehr, wenn es gerüstet ist. Eine Redstone-Fackel. Die nehmen wir ganz bestimmt mal mit. Wenn sie mal nichts auslöst. Wow. Das ist bestimmt Glas. Das kann man so nur kaputt machen. Das finde ich doch nicht schlecht. So, während das hier brät, gehe ich mal ja nach draußen. Ich muss mal hier ein kleines Foto machen. Oh, da fließt das Wasser schon raus. Mal gucken, das hier. Ach, schmilzt das. Ah, das sind Eisscheiben. Schmilzt vom Feuer des Ofens. Ist ja nicht so toll. Ja, jetzt hat es aufgehört zu brutzeln. Jetzt haben wir das Eis hier geschmolzen. Das schien tatsächlich Eis zu sein. Wir haben im Iglu mit Eis gekühlt. Kommt tatsächlich vor. So ein großes Schweinekotelett. Bringen wir das Iglu noch ein bisschen weiter zum Schmelzen. Ja, wer baut denn auch einen heißen Ofen mitten in den Iglu und stellt da gleich eine Eisscheibe daneben? Jetzt können wir es auch abbauen. Das UFO wollte ich schon sagen. Das Iglu. Ja, jetzt haben wir wieder schön gebraten, das Fleisch. Ist doch genießbarer als das rohe. Und bringt mehr Energie, weitaus mehr Energie. Hätten wir uns gar kein Bett mitnehmen können. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns das gar nicht mitnehmen müssen. Aber ich wusste das halt nicht, was mich auf der Reise erreicht und mich erwartet. Da hätten wir das rote Bett mitnehmen können. Wir schlafen gleich hier noch eine Nacht drin, im Iglu. Naja, gleich. Ist Tag hell. Und dann den Schnee können wir hier lassen, den brauchen wir nicht abzubauen. Gibt es bei uns im Gebirge auch genug von. Können wir uns mit der Schaufel erstellen. Ach so, warte kurz. Hier noch ein bisschen rohes Rindfleisch. Das Leder, können wir das brennen. Und die Kohle auch wieder verbraucht. So, gebratenes Zeugs. Ne, das lässt sich nicht braten. Könnte ja gebranntes Leder mal irgendwie. Gebrannter Ton wäre da. Ja, Beton wäre es effektiv. Gebratene Korte geht auch nicht. Schade. Würde bestimmt lecker schmecken. Ne. Blume. Gebrannte Erde. Ich sag nicht, das geht. Ja gut. So, das Bett nehme ich bestimmt mit. Ich hoffe, die Besitzer des Iglus kommen nicht bald zurück. So, Teppich. Oh. Eine Falltür. Wo die da hinführt. Die hätten wir ja gar nicht entdeckt, wenn wir hier nicht abgeräumt hätten. Oh. Leute. Will ich da runter? Hier geht's auch ganz tief runter. Hallo? Oha. Was haben wir denn hier? Okay. Links und rechts.
Da wären wir eingesperrt. Der Villager und der Zombie. Oh, ist so ein Verlies. Tief unter der Erde ein Verlies. Ich nehme mir dann mal hier ein bisschen was mit. Wenn ich darf. Wurftrank der Schwäche. Blumentopf. Aber den Ständer habe ich jetzt nicht mitgenommen, den Trankzubereiter. Na, das ist doch hier eine Kiste. Gold, Krone, Äpfel, goldener Apfel. Alter, was ist los? Da liegt aber einiges rum. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht erwischt und eingesperrt. Was hier so alles los ist. Der Teppich. Okay, hier keine versteckten Schalter. Hier eine versteckte Wand. Irgendwas, was hier noch weiterführend ist. Oha. Was bist du denn? Haru. Vorsichtig, vorsichtig. Weg mit euch. Silberfischchen oder was? Oh Mann, ich töte mich selber hier. Ich gehe noch drauf. Ach du Schreck. Ja, die Wände sollten wir hier nicht aufreißen. Kritisch. Eisen. Nein. Nur das Eisen, bitte. Oh. Fuck. Es geht ja hier immer weiter. Tief in der Mine. Eine Mine. Okay. Diesen kleinen Exkurs habe ich mir jetzt nicht erhofft. Okay, das ist ein normaler Fels. Die lassen wir da drin. Spinnweben. Das ist. Ich geh mal kurz hoch. Ich mach mal hier die Nacht mal ein bisschen Übernachtung. Ich glaube, es ist schon nachts draußen. Muss hier mal ein bisschen schlafen. Der Besitzer ist nicht zurückgekehrt. Ich geh mal schlafen. Dann gucken wir mal in die Mine runter. Das ist doch hier hochinteressant. Kleines Igu. Und dann hier tief unter die Erde, das geht ja hier Meter weiterweise, das geht ja hier bis tief, tief, tief unter die Erde. Das ist doch der Wahnsinn mit Schienen und alles. Und da haben wir im nächsten Part hier einiges zu erleben. In den Minen. Unterhalb der Erde. Na, da bin ich aber gespannt. Was wir hier noch so erleben, wenn wir uns auch noch weiter graben, was da noch so alles versteckt ist. Wow! Da mich nach uns soll's echt gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, nicht den nächsten Part auf dieser Wanderung durch die Minen unter der Erde verpassen wollt. Habt's noch einen angenehmen Fürstlichen Tag. Mal sehen Sie im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao. Boah, bin ich gespannt, was das ist. Das hätte ich jetzt absolut gar nicht erwartet. Wow. Schauen wir mal im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.